Hallo ihr draußen an den Empfängnisgeräten. Heute bin ich wieder draußen. Ich bin hier oben am Dettelsbach. Da ist so ein Brunnen. Und da habe ich mich mal in den Schatten gesetzt, weil es ist leider wieder ziemlich windig. Da hinten seht ihr meine Kuh, meine Elektrokuh. Die hat mich jetzt hier schön den Dettelsbach hoch. Puls mal ein bisschen höher. Im Moment fahre ich sonst 125, aber hier hoch waren es mal 145. Bin allerdings nur im Eco-Modus gefahren. Da muss man eben auch selber noch ein bisschen treten. Wieder fantastisches Wetter. Ich weiß nicht, auf der Kamera wird man es wahrscheinlich nicht erkennen. Strahlend blauer Himmel. Kein einziger Strich am Himmel. Das heißt, kein Flieger am Himmel oder nur sehr wenige. Es ist sehr, sehr ruhig. Also bis hier habe ich ungefähr 3, 4, 5 Radfahrer getroffen. Bis hierher sind es ungefähr 20 Kilometer. Man merkt schon, dass die meisten Leute vernünftig sind, irgendwie zu Hause bleiben oder hier in der Einsamkeit rumfahren, so wie ich. Kommt gerade noch einer hoch, der hat aber auch, glaube ich, auch ein E-Bike, der sieht recht entspannt aus. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues. Homeoffice auch wieder überstanden, ist irgendwie für mich persönlich irgendwie auch schwierig. Die Themen, die wir gerade in der Firma haben, sind auch nicht so schön. Betriebsrat bin ich ja, der eine oder andere weiß das. Da landet natürlich alles, was irgendwie geplant ist. Keine gute Zeit. Heute habe ich auch keine so gute Laune, muss ich sagen. Irgendwie drückt mich das alles auch ganz schön runter. Irgendwie. Ich versuche halt das Beste daraus zu machen. Versuche rauszugehen, meinen Kopf irgendwie frei zu kriegen durch Bewegung. Klappt aber heute auch nicht so wirklich gut. Ja, mehr habe ich im Moment eigentlich auch nicht wirklich. Heute Abend mache ich nochmal an dem Lego-Ding weiter. Das wird echt fummelig. Ich habe gestern schon mal ein bisschen angefangen. Heidenei, dann, das zeige ich euch dann mal morgens. Was mich besonders freut, dass mein alter Kumpel das Tretboot mal wieder einen Kommentar drunter geschrieben haben. Drunter geschrieben hat. Treti, ich grüße dich an der Stelle. Ich hoffe, es geht dir gut. Bleib gesund. Das, was du geschrieben hast, habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Das muss ich nachher noch mal in Ruhe durchlesen. Irgendwas mit der Forminacci-Folge. Das kenne ich irgendwie aus Sakrileg oder aus diesem Dingsfilm da mit Tom Hanks und der Hübschen. Ja, er meint wahrscheinlich so irgendwas mit Exponentialfunktion. Da habe ich gestern auch eine nette Diskussion mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen geführt. Der ist Mathematiker, studierter, Doktor in Mathematik hat der. Der ist ein ganz schlauer. Also wenn man den zuhört, dann ist das alles hier noch Kinderfasching. Also er glaubt, dass es alles noch viel schlimmer wird. Allein von der Mathematik. Keine Ahnung. Ich bin in vielen Dingen, glaube ich, einigermaßen talentiert. Aber Mathematik eben auch nicht. Da muss man halt auch einfach seine Grenzen kennen. Und Mathematik ist jetzt nicht einer meiner Stärken. So, jetzt merke ich, wird es mir kalt. Hinten am Rücken, da zieht es nämlich. Und ich möchte mich im Moment einfach nicht erkälten. Weil da geht es einem, glaube ich, nicht gut, weil man einfach nicht weiß, ist das jetzt eine Erkältung oder ist es was anderes. Deswegen werde ich mich wieder auf die schwarze Dame da setzen und die restlichen, ich denke mal, 20 Kilometer nach Hause gondeln und mich dann irgendwo ins Warme setzen, windgeschützt auf die Terrasse und gucken, ob ich das Video irgendwie auf dem Laptop mal schneiden kann, dass ich ein bisschen raus bin. Mein Rechner oben kommt mit dem 4K-Material, was ich hier gerade habe, auch absolut an seine Grenzen. Der ist jetzt auch schon irgendwie 8, 9, 10 Jahre alt und ich merke, wenn man ihm so High-Definition-Material liefert, dann kommt er echt ins Schwitzen und das dauert alles unheimlich lange und so ruckelt wie Schwein. Ja, da muss ich irgendwann auch mal irgendwie mal wieder einen neuen kaufen oder ich muss wieder in 27 filmen. Das kann man ja bei dem Ding auch einstellen. So, an der Stelle würde ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Sagt wie immer, ciao, euer Kersten. Und ich denke mal, wir sehen uns vielleicht auch morgen wieder. Dann werde ich euch noch mal ein bisschen was zu diesem Adler zeigen. Wahrscheinlich seht ihr mich dann weinend mit dem Hammer auf dem Ding herumprügeln. Also, in diesem Sinne, ciao, euer Kersten.